Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Train Simulator 2019 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zingis, nicht dem Ansgar. Wir schauen uns heute die Strecke Münster-Bremen an. Das Ganze wurde ja von Virtual Tracks realisiert. Und an dieser Stelle direkt mal vielen Dank an Jan von Virtual Tracks für die Bereitstellung. Und wir fahren jetzt mit einem Regionalexpress von Münster Hauptbahnhof bis nach Osnabrück Hauptbahnhof. Ich probiere an dieser Stelle direkt mal ganz schnell das irgendwie hier einzustellen in der ZZA. Aber während wir das so machen, kann ich ja ein bisschen was, Ich hab's gleich. Ja, Osnabrück Hauptbahnhof. So, da haben wir's. Genau, also wir fahren auf jeden Fall mit der Baureihe 145. Die haben wir auf dem Kanal, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Deswegen ist das ganz gut. Die ist mit dabei bei der Strecke als Expertline-Variante. Genauso wie der IC1, der da gerade rechts abgefahren ist. Und ja, so, jetzt Türen freigegeben. Ich würde mal sagen, wir setzen uns jetzt mal ans Pult. Hände aufs Pult, bam, jetzt geht's los. Bereiten wir uns vor und machen direkt mal die SIFA an. Die PZB, ja, die LZB machen wir auch direkt an, weil wir haben hier LZB verbaut, weil Streckengeschwindigkeit ist bis zu 200 km/h teilweise. So, Instrumentenbeleuchtung machen wir uns auch mal an. Fahrtrichtungswender nach vorne. Ah, da hören wir schon das Schließen der Türen. Wir haben auch schon Fahrtfreigabe. Also können wir die Türen jetzt an dieser Stelle auch direkt mal verriegeln. Und somit wären wir eigentlich schon abfahrbereit. Allerdings, bevor wir abfahren, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Münster bin ich jetzt nicht so oft, deswegen habe ich es nur vage in Erinnerung, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie nah das an der Realität ist, ne, wenn ihr öfters im Raum Münster unterwegs seid. Und wenn euch das ganze Video gefällt, lasst gerne ein Like da. So, aber jetzt schauen wir erstmal hier kurz rüber. Genau, Münster ist ja als Fahrradstadt bekannt und das sieht man hier auch. Fahrräder, soweit das Auge reicht. Ja, also ein bisschen erinnere ich mich gerade schon an den Bahnhof, aber halt, ob das jetzt so wirklich so aussieht, wie es hier aussieht, kann ich jetzt nicht sagen. Also sieht auf jeden Fall recht stimmig aus. Wobei die Fahrräder wahrscheinlich nie so ordentlich da stehen, wie sie jetzt hier stehen. Aber gut. So, aber das ist nur Nebensache. Wir setzen uns jetzt rein, weil wir wollen ja schauen, was auf und direkt neben der Strecke passiert. Also machen wir uns noch die AFB an, der Bequemlichkeit halber. Und verlassen den Hauptbahnhof von Münster. So, jetzt ist auch endlich die Haltebremse gelöst und auf geht's mit Gebrüll zum nächsten Halt. Der da wäre West-Bevern. Liebe Fahrgäste, im Namen der Ringe Regio begrüße ich Sie recht herzlich an Bord des Regionalexpress von Münster über Westbevern, Lengerich nach Osnabrück auf Bahnhof. Unser nächster planmäßiger Halt ist Westbevern. Beziehungsweise Westbevern. Ja, Aussprache, das hatten wir schon ganz oft in vielen Folgen. Ne, weiß ich jetzt nicht, wie man alles ausspricht. Also Westbevern? Ich hätte jetzt Westbevern gesagt. Naja, wie auch immer. Ich denke, die Ansage wird da schon stimmen. Ist übrigens sehr schön. Das ist ja ein Standardszenario, also was mitgeliefert wird. Und hier sind eben, ja, erfreulicherweise auch Ansagen mit dabei. So, hier links der Kollege im ICE1. Jetzt würde ich mal sagen, können wir gleich mal auf die 160 hochschalten. Beziehungsweise 140, weil wir sind ja mit der Baureihe 145 unterwegs und nicht mit der Baureihe 146. Und ja, dieser Lok wird auch für den Regionalexpress verwendet oder für den Regio-Verkehr. Allerdings überwiegend für den Güterverkehr, weil wir haben eine VMAX von 140 km/h. Das ist natürlich ein bisschen wenig, zwar meistens doch ausreichend, aber 160 wären schon ganz nett. So, ansonsten zur Lokomotive brauche ich jetzt gar nicht so viel sagen. Wir haben den Einheitsführerstand, habt ihr schon gerade gesehen, PZB, LZB, SIFA, alles mit an Bord. Hat alles recht standardmäßig. So, jetzt gleich dürfte auch die LZB scharf werden. Ja, da ist sie.
Heißt, es sollte eigentlich eine recht entspannte Fahrt werden hier mit LZB und AFB am Start. Und ja, jetzt schauen wir uns mal natürlich auch ein bisschen hier die Umgebung an. Oder was wir so aus dem Führerstand raussehen. Und es ist grün. Es grünt wunderschön. Und das sage ich immer wieder, habe ich schon bei vielen Strecken gesagt. Natürlich, die Signale, die Gleise, die Oberleitung, das ist alles wichtig. Aber das Grünzeug neben der Strecke, das ist auch immens wichtig. Finde ich. Weil das macht das haucht dem Ganzen so ein bisschen Leben ein. Da hat man das Gefühl eben, man fährt wirklich durch die Pampa, weil links und rechts, das ist halt nicht alles so englischer Rasen, ne? Nee, da wuchert es auch schon mal. Und vorhin links das Vorsignal, ne? Das war ein bisschen sehr zugewuchert, muss man sagen. Aber auch das passiert leider in der Realität und da müsste man dann mal kurz melden, ja, bitte mal das Signal freischneiden, weil das geht nicht. Ja, genauso wie das hier, da könnte man auch mal wieder ein bisschen stutzen. Wer weiß, vielleicht muss da gespart werden. So. Ja, also Ersteindruck wirklich so vom Grünzeug her, sag ich mal, oder gesamt von der Strecke, so von den ersten paar Metern, die wir jetzt hier gefahren sind, ist schick. Aber ich muss sagen, meine Erwartungen waren auch ziemlich hoch, weil wir kennen ja, ne, Berlin-Leipzig zum Beispiel oder schwere Fracht nach Sedin. Das waren ja auch echt schicke Strecken, muss man einfach so sagen. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass das jetzt hier auch eine echt schöne, angenehme Fahrt wird, bei der man viel Schönes rechts und links neben der Strecke sehen wird. Vielen schönen kleinen netten Details. So. Ja, auf der Strecke ist ja güterzugmäßig einiges unterwegs, allerdings auch Fernverkehr technisch, ne, ICE-Verkehr und auch Intercity-Verkehr, glaube ich auch. Intercities fahren hier definitiv auch, ja. Und Regionalexpress halt dementsprechend auch. Und Intercity-Züge sind jetzt nicht mit dabei, aber da gibt es jetzt keine Aufgabe für. Aber ich denke, da bastelt man sich dann entweder selber was zurecht oder eben, ja, ein Netter aus dem Raisin-Forum oder aus sonstigen Foren werden da auch wahrscheinlich dann was nachliefern. Also da wird definitiv noch was kommen. So, Westbevern ist jetzt in 3 Kilometern Entfernung, beziehungsweise 3,5 Kilometer Entfernung. Haben wir also noch ein bisschen was. Ja, und sehr schön finde ich übrigens auch hier der unterschiedliche Oberbau, also sprich das Schotterbett. Weil das ist jetzt hier zum Beispiel bei uns auf dem Gleis anders als da rechts auf dem Gleis. Und jetzt gleich bekommen wir nochmal ein ganz anderes Schotterbett. Nee, Quatsch, das gleiche. Aber da sieht man also, dass hier unterschiedliche, ja, Schotter verwendet wurden, beziehungsweise dass da vielleicht wahrscheinlich was nachgebessert wurde, wie auch immer. Und das ist ganz schön, weil ich meine, es ist nie so einheitlich, wie man sich das ja wünscht. Weil man kann ja nicht alles auf einmal modernisieren. Sprich, es wird ja alles immer teilweise dann nach und nach aktualisiert und nachgeschottert und was auch immer. Das passiert ja nie an einem Stück. Sehr geehrte Fahrgäste, unser nächster Halt ist Westbevern. Ja, doch, Westbevern. Naja, bitte schlagt mich nicht, wenn ich hier einen Halt falsch ausspreche. So, die LZB bremst uns jetzt schön runter. Allerdings wollen wir ja vor dem Halt zeigenden Signal, beziehungsweise am Bahnsteig zum Stillstand kommen. Deswegen bremsen wir mal direkt ein bisschen mit. Ja, aber es dürfte ganz gut passen. Ja, hätte ich gar nichts machen müssen. Hätten wir uns einfach von der LZB leiten lassen sollen. Weil die LZB macht das in der Regel schon gut. Allerdings jetzt das Signal auf grün umgesprungen. Von daher ganz praktisch, dass wir hier jetzt manuell noch ein bisschen mitbremsen. So, jetzt natürlich vor bis zur Haartafel. Und würde ich sagen, während wir hier unseren kurzen Halt absolvieren, schauen wir uns auch hier den Bahnhof nochmal an. Weil das ist, glaube ich, gerade für die Leute interessant, die wirklich auf der Strecke unterwegs sind. Türen sind offen,
hier wird irgendwas gelagert sogar. Auch interessant, so direkt neben der Strecke. Schönes, putziges Bahnhofsgebäude, muss ich sagen. Leider auch hier wieder ein bisschen beschmiert, aber naja, ich meine, das ist halt die Realität. Das sind jetzt alles Texturen, aber ich find's schick. Was haben wir hier? König. Eine Gaststätte noch drin. Mit einem Lotto-Totto-Laden. Dass sowas noch gibt. Ein Lotto-Totto-Laden. Sehr schön. So, und jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Hier auf unserer Fahrt Richtung Bremen, beziehungsweise bis nach Osnabrück. So. West-Bevern haben wir jetzt den Halt absolviert. Jetzt geht's nach Ost-Bevern. Ich muss echt sagen, ich kenne mich in dieser Gegend quasi null aus. Wir fahren auf jeden Fall jetzt auch durch den Teutoburger Wald. Das soll ja ganz schön sein da. Ah, hier haben auch so unterschiedlichste Bäume. Was ist Bäume? Was ist das denn jetzt? Birke. Das ist doch Birke mit dieser weißen Rinde und den hängenden Blättern. Müsste Birke sein. Aber da bin ich jetzt auch kein Baumexperte. So, hier eine große Rinderherde. Sehr schön. Wie schon gesagt, ich mag so Begrünung neben der Strecke. Das ist schön. Das gefällt mir. Frisch sieht's aus. Ich glaube, wir sind auch gerade im Frühling unterwegs oder sowas. Dementsprechend ist es nicht so trist wie gerade draußen das Wetter und draußen die Natur. Aber gut. Apropos frisch. Ja, Fahrplanwechsel steht ja bevor. Und ja, ich habe mal geguckt so ein bisschen. IC4 kommt jetzt rein. ICX. Also da ist guter, frischer Wind auf den Gleisen unterwegs dann. Sind wir mal gespannt, wie das so läuft. Das ist ganz lustig. Die Bahn hat ja auch auf ihrer Website da quasi eine kleine Infoseite. Und da kann man auch kommentieren. Und das ist ganz lustig, was da teilweise in den Kommentaren ankommt. Naja, sind wir mal gespannt. Ich bin zum Glück kein regelmäßiger Pendler. Zumindest nicht mit der Bahn, eher mit dem Fahrrad. Da bin ich unabhängig. Aber schauen wir mal, wie das wird. Soll ja teilweise teurer werden. Und dann hier aber ein bisschen optimierter und so. Ja, aber immer eine spannende Sache, so ein neuer Fahrplan, weil die Leute, die das da umsetzen, also die müssen echt was im Köpfchen haben, weil wenn da was schief läuft, dann läuft wirklich gewaltig was schief. Und es wird ja ewig im Voraus geplant und muss auch simuliert werden. Ich habe jetzt auch gelesen, die Bahn hat jetzt quasi, um gewisse Situationen auf den Gleisen zu simulieren, haben sie jetzt irgendwie mehrere Kilometer Modellbahn irgendwo stehen im Labor. Also, das ist schon teilweise echt lustig, was da so vor sich geht. Aber ja. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Halt Ost-Bevern. Ost-Bevern. Bevern. Ach Gott. Dann gibt es noch irgendwelche Dialekte. Ich weiß es nicht. So. Kommt auch ein Kollege entgegen. Bremst echt gut, diese Kombi hier mit dem Doppelstockwagen und der 145. Also kann sich echt nicht beklagen. So. Können die Türen wieder freigeben. Oh, schön. So, machen wir ein schönes Bildchen. Das sieht gerade echt schön aus. Der Himmel, die Wolken bewegen sich manchmal ein bisschen unrealistisch, aber sonst sieht das echt schick aus. So, auch den Bahnhof schauen wir uns natürlich mal ganz kurz an. Das ist jetzt halt so der klassische kleine. Hier auch wieder schön beschmiert. Na, schön ist es eher nicht. Ach, ich weiß nicht. So, haben wir auch hier wieder Abfahrt.
Also Türen verriegeln und weiter Richtung Kattenwenne. Wahnsinnsnamen. Ja, also weiter hinten sieht man natürlich wieder den englischen Rasen, den klassischen. Beziehungsweise selbst da sind. Nee, selbst da sind hier. Das ist ganz gut gelöst, fällt mir gerade auf. Weil natürlich können sie nicht überall diesen wunderschönen Rasen, den wir jetzt hier zum Beispiel haben, oder diese Gräser, was auch immer da, können sie natürlich nicht überall machen, weil sonst wird einfach der Train Simulator es nicht packen, beziehungsweise der Rechner wird es nicht packen. Aber, ja. Finde ich ganz gut gelöst, dass quasi vorne dann das demonstrativ viel ist und dann langsam abnimmt. Aber so hat man nun manchmal die Situation, dass man diesen englischen Rasen sieht. Also mit englischen Rasen meine ich übrigens dieses, diese Texturen halt, wo man nur eine Grastextur hat. Weil ich finde, das sieht aber aus wie so ein englischer Rasen aus der Ferne. Ratzekahl, wo ihr mit der ja, Nagelschere dann rübergeht und nochmal jedes einzelne, ja, jeden Grashalm einzeln trimmt. So, hier haben wir jetzt auch wieder ein unterschiedliches Gleisbett. Auch wieder sehr schön finde. Also generell ist schon wahnsinnig, was man hier. Ja, wie schön, wie man auch so ein bisschen Leben reinhauchen kann. Beziehungsweise ein bisschen Realismus. Es ist schon wahnsinnig, wie grün das hier ist. Auch zwischen den Gleisen jetzt hier. Also sowieso eine Sache. So eine Strecke in Schuss zu halten, weil es sind ja etliche Kilometer Gleis. Also da wirklich jeden Baum zu trimmen, das ist schon anspruchsvoll. Und vor allem, wenn man es nicht richtig macht und einen zu geringen Abstand hat von Bäumen zu Gleisen, hat man dann beim Sturm riesige Probleme, ne? Man erinnert sich. Nix gut, nix gut. So. Ja, ist echt eine gemütliche Fahrt. Also 140, 160, das macht schon was aus. Ne? Also mit der 146er wären wir jetzt bei 160. Unser nächster planmäßiger Halt ist Kattenwenne gegen 9:39. Boah, wir sind sogar hier im Zeitplan, sehe ich gerade. Das gefällt mir natürlich außerordentlich. Und verbremst haben wir uns auch noch nicht. Aber ich sollte nicht zu laut sein, weil wir wissen alle, dass das nicht gut geht. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Oder so ähnlich. So, hier müssen wir jetzt bis nach hinten durchfahren, sonst passt der letzte Wagen nicht daran. So, so sollte das passen. Ich weiß nicht, ob man hier immer nochmal separat das jetzt Türen verriegeln, genau, weil der muss nämlich oben sein, weil da unten ist Türfreigabe und oben ist verriegelt. Und wenn man das nämlich nicht macht, wenn man da nicht aufpasst, passiert es ganz schnell, dass man sich fragt, wieso fährt der Zug nicht los? Das hatte ich nämlich jetzt beim Aufnahmebeginn, ne? Da dachte ich so, oh, voll gut. Und dachte ich, warum fährt der Zug nicht los? Dann stand ich wieder 5 Minuten. So, ich würde sagen, hier beenden wir die Folge. Und wie es weitergeht auf unserer Reise nach Osnabrück, das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss, euer Zengis.